Wir fahren heute von Falkenberg an der Elster zurück nach Cottbus und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Natürlich nehmen wir eine andere Strecke als im letzten Video. Diesmal fahren wir die etwas längere Strecke über Senftenberg. Das ist die Regionalbahn 49 und zum Einsatz kommt heute ein Talen 2. Den Routenverlauf habt ihr eben auf der Karte schon gesehen. Wir starten hier im Turmbahnhof Falkenberg-Elster. Gehen jetzt vom oberen Bahnsteig hier runter und hier sehen wir auch schon unseren heutigen Talent 2. Hier auf diesen Verbindungen kommen nicht die modernisierten Fahrzeuge vom VBB zum Einsatz. Das sind andere Talents, die hier zum Einsatz kommen. Die sind auch anders ausgestattet. So gibt es in diesem hier zum Beispiel sogar einen Snack und Getränke sowie einen Kaffeeautomaten. Das habe ich im Talent auch noch nicht gesehen. Ansonsten haben wir hier in der zweiten Klasse eine relativ einfache Ausstattung, Klapptische und kleine Netze gibt es in der zweiten Klasse an den Zweiersitzen. In den Sitzgruppen, in Vierersitzgruppen gibt es leider nur diese kleinen Tische, die auch sehr ungünstig platziert sind. Und die erste Klasse ist in einer sehr merkwürdigen Bestuhlung ausgeführt. Es ist eine 2+1 Bestuhlung. Auf der linken Seite jetzt hier die Vierersitzgruppen sind auch ganz normal. Ungewöhnlich sind die Einzelsitze. Die sind nämlich jeweils versetzt. Wir schauen uns erstmal die Ausstattung hier an. Wir haben Ledersitze, die sind inzwischen ziemlich rutschig. Dadurch, dass sie eben schon ein bisschen abgesessen sind, sind die wirklich ziemlich rutschig, aber ansonsten in Ordnung. Wir haben Steckdosen über den Köpfen und wir haben einen großen Tisch, der hier auch noch mit der Fahrtroute versehen ist. Wir fahren nicht die eingezeichnete Route nach Cottbus, sondern eben den Verlauf über Senftenberg. Dazu verlassen wir jetzt hier erstmal den Bahnhof von Falkenberg. Hier treffen ja einige Linien aufeinander. Wir fahren jetzt in Richtung Elsterwerda, sehen hier rechts noch abzweigend die leider nicht mehr im regulären Passagierverkehr befahrene Strecke nach Riesa. Allerdings hat man im Jahr 2023 die Möglichkeit, diese Strecke zu befahren, denn es sollen Intercities umgeleitet werden, der Intercity von Warnemünde über Berlin nach Dresden. Fällt wegen Bauarbeiten zwischen Berlin und Dresden komplett aus, mit Ausnahme der Züge, die nach Chemnitz fahren. Die werden nämlich umgeleitet über Riesa und Döbeln und davor eben ohne Halt über Falkenberg und Jüterbock. Da werden die also diese Strecke hier befahren, voraussichtlich ab Ende April. Da habe ich natürlich auch vor, euch ein Video zu machen. Wir fahren aber über die Strecke in Richtung Elsterwerda. Die wird auch stündlich bedient, jeweils im Wechsel von der Regionalbahn und von einer Expresslinie. Einziger Zwischenhalt Richtung Elsterwerda ist der Bahnhof Bad Liebenwerda, den wir hier nun gerade erreichen. Nächster Halt ist dann schon Elsterwerda. Allerdings halten wir nicht am Bahnhof Elsterwerda, sondern am Bahnhof Elsterwerda-Bieler. In Elsterwerda treffen sich ja auch zwei Bahnstrecken. Unsere Bahnstrecke, die Bahnstrecke Weglinjetz-Roßlau und die Bahnstrecke Dresden-Berlin. Allerdings gibt es hier keinen Turmbahnhof, sondern wenn man von unserer auf die Strecke Richtung Dresden-Berlin wechseln möchte, dann muss man in Elsterwerda-Bieler nochmal umsteigen oder ein kurzes Stück zu Fuß gehen. Hier haben wir jetzt Elsterwerda-Bieler erreicht, sind somit im ganz südlichen Bereich des VBB unterwegs. Hier sind auch schon die Tickets des VVOs gültig. Wir fahren jetzt aber weiter in Richtung Senftenberg und dann wieder Richtung Norden.
Hier haben wir eben nochmal die erste Klasse gesehen mit diesen merkwürdigen Einzelsitzen, die eben jeweils versetzt sind. Es gibt eigentlich so eine Art Zweier-Sitzgruppe, allerdings sitzt man sich da nicht direkt gegenüber, sondern eben versetzt. Und deswegen schaut die Person, die auf dem Sitz direkt hinterm Führerstand sitzt, nicht auf die Person, mit der man eigentlich diesen Zweier teilt, sondern auf die Person, die einen Einzelsitz dahinter hat. Das finde ich doch etwas merkwürdig. Habe ich so auch noch nie in einem anderen Zug gesehen. Hier sieht man das nochmal bei der Einfahrt im Bahnhof Ruhland. Ergibt sich quasi fast eine Art Dreiersitzgruppe durch diese merkwürdige Gestaltung. Dadurch haben diese ganzen Einzelplätze aber leider auch alle keine richtigen Tische. Aber immerhin eine Gepäckablage nebendran ist auch ganz praktisch. In Ruhland bestehen verschiedenste Anschlüsse in Richtung Dresden, Hoyerswerda und eben nach Cottbus sowie Richtung Elsterwerda bzw. Falkenberg, also unsere Strecke. Und alle Züge aus diesen Richtungen treffen sich hier in Ruhland, sodass man dort in alle Richtungen immer umsteigen kann. Für uns geht es dann weiter über Schwarzheide Ost nach Senftenberg. Senftenberg dann der nächste größere und wichtigere Halt entlang der Strecke. Kurz vor Senftenberg treffen wir auf eine Bahnstrecke aus Hosena kommend. Das ist die Bahnstrecke Lübbenau-Kamenz. Die habe ich euch nun schon in zwei Videos vorgestellt. Einmal den Abschnitt von Dresden über Kamenz mit einer Sonderfahrt weiter über Hosena nach Senftenberg. Und dann erst vor wenigen Videos der Abschnitt dann von Sedlitz Ost in Richtung Lübbenau, der hier vom RE7 überfahren wird, den wir jetzt gerade auch im Bahnhof Senftenberg stehen sehen. Aber wir bleiben weiter in unserem Zug, fahren jetzt über Sedlitz Ost in Richtung Cottbus. Hier auf dem Abschnitt fahren auch wieder parallel Regionalexpresszüge und Regionalbahnen. Wir halten somit als Regionalbahn an allen Zwischenstationen die Regionalexpresszüge dann teilweise eben nur nochmal in Sedlitz Ost zum Umsteigen und dann erst wieder Senftenberg bzw. Cottbus. Wie üblich hier in der Region gab es viele Anschlüsse entlang der Strecke, vieles davon eben zum Beispiel für den Kohleabbau. So gab es im Bereich Sedlitz und Bahnsdorf zahlreiche Anschlussverbindungen. Auch von Neupetershain, den Bahnhof, den wir eben passiert haben, gab es Anschlussverbindungen jeweils in Richtung Schwarze Pumpe. Da gab es bis vor kurzem auch noch einen sehr großen Bahnhof. Dann ist mir etwas aufgefallen hier im Talent. Der ist wirklich ziemlich wackelig hier auf den Gleisen unterwegs gewesen. Man sieht es hier immer sehr deutlich mit den von oben herab hängenden Kabeln, wenn man hier etwas an den Steckdosen angeschlossen hat. Das war schon eine ziemlich ruckelige Fahrt hier auf dem Abschnitt in Richtung Cottbus. Während wir jetzt hier noch die Bahnhöfe von Drebkau und Leuthen bei Cottbus passieren und dann Cottbus selbst erreichen den Endbahnhof der heutigen Verbindung. Unsere Fahrt hat ungefähr anderthalb Stunden gedauert, damit eine knappe halbe Stunde länger als die Verbindung, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, zwischen Falkenberg und Cottbus. Wie gesagt, stündliche Verbindung mit Regionalbahn, entweder über Senftenberg oder der direkte Weg über Karlau, plus zusätzlich noch Regionalexpressverbindungen der Linie RE10, die ebenfalls von Cottbus nach Falkenberg auf direktem Wege über Karlau fahren. Die fahren nämlich immer dann, wenn auch der Zug, den ich euch heute vorgestellt habe, hier unterwegs ist, sodass man hier auf dieser Verbindung immer die passende Verbindung findet, auch wenn die Regionalbahn eben nur im 2-Stunden-Takt verkehren. Hier steigen wir jetzt erstmal aus in Cottbus, hier geht es auch im nächsten Video dann weiter. Das war's für dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.